Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir! Hey, helft mir! Gut, das sollte reichen. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Ich finde Angriff halt auch nicht sinnvoll in dem Moment. Ich meine, die öffentliche Meinung, wir haben jetzt Unterstützer unter den Menschen. Mama. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Haben sie auch nicht. Aber, ja, wir versuchen besser zu sein als die Menschen. Muss man sich einfach mal die ganze Zeit vorhalten. Wir versuchen wirklich besser zu sein. Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Okay, wir kriegen immer mehr Unterstützung von der Öffentlichkeit. Sehr gut. Sie kommen immer näher. Das hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Ich hatte wirklich gehofft, sie würden verstehen.
dass sie begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Warum wollen sie nicht erkennen, wer wir sind? Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Verdammte Scheiße. Droidenaufstand in Detroit. Oh mein Gott. Feed lost. Ja, das sagt schon einiges aus hier. Marcus! Ne? Marcus, komm her! Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon. Du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Es ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Doch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Sie wollen, dass ich meine Leute verrate? Ich biete dir die Chance, deine Leute zu retten. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Marcus. Das Einzige, was du retten kannst, ist das Leben der anderen. Wenn ich darauf eingehe, woher weiß ich, dass sie Wort halten? Du bist nicht in der Position, Garantien zu fordern, Marcus. Du kannst jetzt nur noch entscheiden, ob du mir vertraust oder nicht. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei.
Alter! Egal welchen Weg ich nehme mit Marcus, am Ende wird trotzdem angegriffen und es fließt Blut und bla und... Ich könnte kotzen gerade, ne? Ich könnte so kotzen gerade. Ich hasse Menschen. Wollte ich schon mal erwähnen. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution. Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Es tut mir leid, Hank. Ich hätte sie da nicht reinziehen dürfen. Scher dich nicht um mich. Tu, was du tun musst. Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners oder wirst du sein Leben opfern? Na gut, na gut. Du gewinnst. Nicht klar. Ah! Fuck. Moment. Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Oh Mann. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und keine ich erledige Bewegung. Ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich... Mein Sohn, wie heißt er? Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen Sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Immer wenn du tot warst und zurückkamst, da dachte ich an Cole. Wie sehr ich ihn zurückhaben wollte. Ich würde ihn so gern noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Ich wusste auch von Ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt er wirklich.
Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Wach auf! Wach auf, wach auf. 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 Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Heilige Scheiße. Grenze zwischen den USA und Kanada, außerhalb von Detroit. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Überquere die Grenze. Hier lang, bitte. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Wir kommen nicht durch, Carol. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Ich kann euch retten, Kara. Nein. Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Da ist Rose. Rose? Das muss ein Fehler sein! Bitte! Nein! Ausweis bitte. Warte auf mich. Es dauert nicht lang. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette.
Ja, und jetzt? Froh, euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie haben mir die Adresse ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Okay. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Tut mir leid. Nächster, bitte. Ausweis. Geht's dir gut? Keine Angst mehr haben, Kleiner. Es gibt keine Androiden hier drüben. Willkommen in Kanada. Scheiße.